Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls hier auf der Nintendo Switch. Wir bereiten uns auf den Weg vor nach Neulondo. Gerade oben am Feuerwandschrein habe ich noch ein bisschen meine Waffe versteckt hier mit der gezackten Klinge, die Geisterklinge. Und bin ein bisschen aufgelevelt. Hab mich in Neulondo schon natürlich in der 12. Folge, wie ihr wisst, nochmal umgeguckt. War jetzt gerade eben nochmal unten und bin gestorben und dachte mir, das müsst ihr jetzt nicht nochmal sehen. Deswegen gehen wir nochmal hin, holen unsere Sachen, die wir da verloren haben. Und ja. Guck mal. So, ich habe leider keinen Wanderfluch. Das heißt, ich kann nicht runter, was sehr nervig ist. Ich kann nicht mit meiner anderen Waffe kämpfen. Das heißt, wir müssen ein paar Wanderflüche finden unterwegs. Vielleicht können wir ein paar looten. Oder es gibt einen Händler da unten, wo man das kaufen kann. Ich weiß es nicht. Also, ich habe keinen einzigen dabei. Ich hoffe, dass wir irgendwas finden. So. Ja, als ich hier runtergegangen bin, kam mir so ein Ritter entgegen und wollte mich killen. Den habe ich gekillt. Wer das war, weiß ich nicht. Ich kann euch den leider nicht mehr zeigen, weil das nicht auf Aufnahme mit drauf war. So. Dieses Land hier ist wirklich... wie soll ich das sagen? Ich finde es wirklich scheiße. Ich mag es einfach nicht. Ich finde es... Es ist einfach so düster alles und ich mag es einfach nicht. Es macht mir keinen Spaß. Leider treffen die immer die blöden Viecher. Das ist sehr nervig. Ich wollte mal gucken, ob ich ein anderes Schild habe, was vielleicht... Was vielleicht sowas schützen, mich schützen kann davor. Gucken wir mal. Also, Habe ist groß. Wir gucken mal rein, ob es gegen irgendwas... Gegen Magie oder ich weiß nicht, gegen was das geschützt werden soll. Das ist leider zu schwer, das Schild hier. Das auch... Was wir jetzt haben. Da kommt schon irgendwas drin vielleicht. Reduziert Magieschaden beträchtlich. Gargoyle ist dick genug und vielleicht dient sein Schild nur zu Ziel, als er einen das Schild der Legendoren Ritters Kerker. Okay. Kann als Stoß benutzt werden. Rotes Blut ist. Und die Firma mit einer schwarzen Spinne drauf. Verrostet. Holzschilde. Holzschilde, Holzschilde, Schild, Weißräume. Ja. Schildlaterne. Ja, so richtig viel haben wir hier nicht. Obwohl wir eine andere Waffe haben, die viel besser ist. Beschleunige Verbannungszauberer, die in Neulondo angedrang, um die Geister der Witze und Jungle zu verfallen und zu bannen. Als andere Beschleuniger kann der metallische Beschleuniger als Waffe benutzt werden, um Schaden zu bringen. Okay. Ja, irgendwie haben wir da nicht wirklich was Cooles. Ich würde gerne mal eine andere Waffe ausprobieren, einfach zu sehen, ob man aber... Die gezackte Klinge, die wir jetzt gerade drin haben, ist die einzige, die... gegen Geister effektiv ist. Tja. Ne, der bringt nichts, aber vielleicht haben wir noch einen Ring, der irgendwas nutzt. Eine bekannte Legende, ne? Okay. Findest du meine Gott in anderen? Arno Londo. Heute ist niemand mehr bekannt. Flammengottes. Stichwaffen, Ohrenstein, Flügelspeer soll sogar. Stichwaffen, ne? Das ist eine Stichwaffe, die wir haben? Leider nicht, ne? Achso, die entstehenden Wildhandel waren unerreichter Meister im Kampf. Ring versteckt die kritischen Treffer des Trägers und lässt ihn seine Feinde ebenso effizient beseitigen wie einst der Dolch von. Eisenring? Okay, den kennen wir. Der Ohrenstein ist auch gut. Katzenheit. Dran. Nissenring. Ein
Was haben wir jetzt für einen Ring drin überhaupt? Quatschallring. Ah doch, den lassen wir drin. Gut. Okay, egal. Los geht's. Wir müssen uns da jetzt drum kümmern hier. Vielleicht bekommen wir ja nochmal so ein paar Flüche, Wanderflüche, damit wir hier uns auch gegen die Leute wehren können. So, wir müssen hier runter. Haben ja eine kleine Abkürzung in der 12. Folge gemacht, das, wenn ihr euch daran erinnern könnt, als ihr so viel geguckt habt. Ging es hier hoch. Hier kann man jetzt links laufen. Muss nur ein bisschen links sein, denn hier sticht immer jemand zu. Und hier auch. So. Sachen. Weiß nicht viel, was ich hier verloren habe, aber ich würde es gerne wieder haben. So, es sind hier irgendwo die Viecher. Ein Geist. Guck mal da unten. Das wäre schon schön, wenn wir die irgendwie killen könnten. Nicht jetzt uns auf einmal den Rücken fallen, wenn wir irgendwo sind. Das wäre fatal und auch sehr ärgerlich. So, jetzt kommen sie gleich wieder hier hoch. Hopp dich mal. Oder sie kommen gar nicht mehr wieder. Doch, da. Einer. Ich höre schon anderen. Die ist sehr gefährlich. Wenn man da runterfällt, dann war es das für einen. Man fällt leider nicht auf den Simster, sondern man fällt fast immer ins Wasser. Das ist wirklich zum Kotzen. Und nochmal hoch da. Dass sie immer so lange brauchen, um sich bitten zu lassen, ne? Wirklich sehr nervig. Komm hier raus. Da. Okay. So. Gut, wir heilen uns mal ganz kurz. Dann geht's direkt weiter. Dieses Gebiet hier finde ich wirklich echt ätzend. Nicht mal ansatzweise schön. Weil hier kommen nämlich auch gleich Geister raus. Die machen uns dann auch fast platt. Wir müssen auf jeden Fall alle Geister töten, die hier drin sind, weil sonst kommen wir hier, glaube ich, nicht weiter. Da oben steht auch noch jemand. Wer ist das denn? So, ich kann nicht so oft zuhauen, weil dann lande ich nämlich im Wasser. Ich muss die immer ein bisschen rankommen lassen. So. Aber es war nur ein Geist, es sind eigentlich mehrere Geister drin. Na gut, wir gucken mal, wie wir zurechtkommen, wenn wir da hingehen. Du kannst hier reingehen und dann kommen die alle auf einen zu. Problem ist bloß, es sind so viele da drin. Da sterbe ich regelmäßig. Deswegen hoffe ich, dass hier noch einer rauskommt. Normalerweise sind es ja immer zwei oder so, die rauskommen. Kommt hier gerade gar keiner raus? Doch, kommt er. Wir gehen wieder hier hoch. Und hier habe ich ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen. Ich lasse ihn mal ein bisschen. Okay. So. Und hier unten links kommen die auch immer hoch irgendwann. Da wie jetzt zum Beispiel. Und die kann man auch gar nicht killen so richtig. Also kriegt den keinen einzigen Schlag verpasst. Die hauen auch gleich wieder von hier aus ab. Dann gehen wir mal direkt hier rein. Ob wir hier irgendwelche killen können. Da ist schon einer. Guck mal, sind auch wieder ein paar. Wir müssen alle getötet werden. Ach, da ist schon der nächste. Oh, die sind so fies. Ich trinke mal lieber was. Ich will gleich schon drauf gehen. Die sind wirklich so fies.
Hier da hinten ist eine. Boah, ist noch einer hier gewesen? Wunderschön, hier in der Mitte vom Raum bleibe ich jetzt erstmal, um zu sehen, ob noch mehr kommen. Da oben. Wer weiß, wie viele noch angeschwirrt kommen. Ich sehe jetzt gerade nichts. Da ist eine Leiter. Da gehen wir doch mal hoch. Schnell es geht. Ob mehr Geister sind, müssen wir da mal gucken. Was? Da ist auf jeden Fall jemand. Aber ich höre doch die ganze Geister. Ich weiß bloß nicht, wo die sind. So, peilen wir den mal an. Wer? Er ist uns freundlich gesinnt. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Oh cool. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Okay, meine, wir haben mal einen Ring bekommen. Hello there. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Okay. Fluch brechen lassen. Du bist geflucht, okay. Gegenstand kaufen. Wanderfluch. 1000 Seelen, da kaufen wir gleich ein paar von. Und zwar so 6 Stück. Ah. 7. Hat er noch was anderes zu kaufen? Fluchabwehr. Ja, okay. Reden, was ist noch? Londo was sacrificed to contain the dark wraiths. Mark my words. The dark wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. Okay. So, jetzt können wir auf jeden Fall unsere andere Waffe wieder nehmen. Das machen wir jetzt gleich mal. Zack. Und wir legen uns mal die Flüche auf die Schnellleiste, damit wir immer schnell rankommen. So, dann nehmen wir gleich mal einen von. Genau, und gleich wieder Flakon. Und los geht's. So, wo geht's denn hier noch hin? Und hier runter? Geht's nur die Leiter runter? Wenn wir irgendwo runterhüpfen oder so? Hier irgendwo lag doch auch eine Leiche rum, ne? Da zum Beispiel. Wie kommt man da denn hin? Eine gute Frage. Nun gut, dann müssen wir hier mal runter. Rutschen runter. Gucken, ob wir nicht noch irgendwelche Geister mitgenommen haben. Das sieht nicht so aus. So. Mir an. Zack. Jetzt ist meine Waffe mein. Das liebe ich. So macht das Spiel wieder Spaß. Hier rum. Aha. Fluchbissring, okay. Da war gerade ein Geist. Alter! Treffe ich dich nicht. So. Okay.
Warte mal, ging es halt noch weiter? Nee. So, ich will mir diesen Fluchbissring mal angucken, ganz kurz. Ich kann da mir ja helfen hierbei. Verstärkt Fluchresistenz. Trotz der grausamen Geschichte und seiner Entstehung dieser Ring ein wertvolles Mittel zum Schutz vor Flüchen. Sollten wir den benutzen? Was hier unten? Wo man verflucht werden kann? Weiß es nicht. Wir nehmen einfach mal. Haben wir jetzt das Ding da bekommen? Ich weiß es nicht genau. Also irgendwie hat er mir gerade einen Fuß verpasst. Gucken wir mal nach. So, hier war nichts mehr. Hier geht's raus. Genau, hier kommen die Dinger von unten nämlich hoch. Gucken wir mal, ob wir die erledigt bekommen. Erstmal gehen wir hier hoch. Da liegt nämlich eine Leiche. Eine große Seele. Ein Geist kommt nicht hinter mir her. Hier nochmal links. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Es ist echt nicht lange her, als wir hier waren. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was wir hier gemacht haben. Da ist ein Fahrstuhl. Gucken wir uns den mal an. Ah, hier liegt auch jemand. Okay. Kompositbogen. Ist ein Geheimgang dahin? Nee, ist es nicht. Wir müssen darauf achten, wie lange dieser Wanderfluch anhält, weil irgendwann ist er auf einmal weg. Und das habe ich schon ein paar Mal gemerkt und dann ist es an allen gescheitert. Ach guck mal, da ist ein Knopf. Den kann man bei dem Fahrstuhl holen. Leuchtung bewegt sich nicht. Okay. Ah, okay. Haben wir den Schlüssel benutzt von ihm? Was passiert jetzt? Okay. Große Tür öffnet sich. Aha. Gut zu wissen. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier, als er sagte irgendwas mit dem Ring, und es gab hier noch einen Ring, und zwar den haben wir bekommen von Astoria. Den können wir gleich mal benutzen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Nee. Ermöglicht Abgrundschreiten. Ich glaube, der ist es. Zack. Wer weiß, ob wir den nicht brauchen. Ich packe den mal drauf. Bevor wir dann hier dran ziehen, gehen wir nochmal hier hoch. Denn da war ja auch noch was. Genau, da hinten. Menschlichkeit. Sehr gut. Auch noch was? Da liegt ja auch noch eine. Wie kommen wir da denn? Müssen wir hier rüber springen oder rüber rollen? Wahrscheinlich, ne? So. Das holen wir uns auch noch. Seltener Ring der Opferung. Gut, jetzt haben wir jetzt drei Stück davon, glaube ich. Soll ich die auch mal zwischenzeitlich auch mal nutzen, damit ich nicht immer meine ganzen Sachen verliere. Dann geht's tief runter. Hier rein. Okay. Das ist nicht so tief. Alles im Rahmen.
Ach, guck mal. Da sind da, wo die Geister letztes Mal hergekommen sind. Sind jetzt alle weg? Ah, warte mal. Gehen wir hier hinten längs. Das ist, glaube ich, sicherer als da längs zu gehen. Da oben ist ja auch noch einer. Wie kommen wir zu denen denn hin? Oder hier durch? Waren wir ja schon? Schild voraus. Da sind wir noch schon einen. Hat auch nicht, muss er rauskommen, sonst bringt das nichts. Ach, tatsächlich, unser guter Wanderfluch zieht nicht mehr. Warte mal ganz kurz. Nein! Wir müssen ganz kurz mal vor dem wegrennen hier. Einen Wanderfluch nutzen. Da kommt er schon. Nein. Und das trinken? Ja. Da liegt ja auch noch einer da unten. Den haben wir noch nicht geholt. Oder sah das nur so aus? Ja, die Dinger, sagen wir mal, sind die weg und dann denkt man sich, huch, warum mache ich keinen Schaden, ne? Okay. Ja, hier was nicht. Doch, hier was rein. Und hier durch, ne? Genau, laufen wir nochmal hin. Kommen schon gleich die Geister hinter uns her. Aber lassen wir die erstmal Geister sein. Da kommt er. So. Wir hier durch. Hier noch irgendwas? Ne, stimmt, hier habe ich mal was eingesammelt. Noch in der alten Folge. Wir laufen jetzt hier längs und betätigen diesen Hebel. Müsste jetzt ja gehen, jetzt ist es ja kein Wasser mehr im Weg. Zack. Es könnte auch ruhig mal ein Dings kommen, ein, wie heißt das? Leuchtfeuer, das würde uns sehr nützlich sein. Aber es kommt wahrscheinlich nicht. Okay. Was ist er denn da oben? Ein Ritter? Oh. Oh. Der macht ja gar nicht mal Schaden. Okay. Ist das ein Schutzschild da oder ist das? Oh, du Spast. Okay. Wir gehen auch hier hoch. Nee, können wir gar nicht. Da sind draußen sind irgendwie Drachen. Kann das sein? Okay. Lassen wir die Drachen mal Drachen sein. Gehen hier hoch. Ah, hier liegt jemand. Oh! Kommt er? Bin hier. Oh. Alter, der haut mächtig rein, da. Warte mal kurz.
Und da müssen wir, glaube ich, den müssen wir, glaube ich, ein bisschen umtänzeln. Damit er uns nicht komplett platt macht. Okay, hier gibt's ein Tor. Hier ist schon zum ersten Boss. Gehen wir nochmal rein. So, ein großer Raum. Da ist auf jeden Fall wieder ein Ritter, der da kommt. Ein Todesritter. Ach Mann. Okay. Mal schnell, heilen uns mal schnell. Da oben liegt eine Leiche. Da kommt irgendwas Ekliges, was ist das denn? Okay. Einfach mal ein Megaspeer. Und kann diese Dinger aus dem Kopf da, die wir so lieben, rausballern. Und gleich mehrere davon. Okay. Okay, der macht aber. Er ist jetzt nicht super schnell. Aber macht trotzdem ein bisschen Schaden, ne? Wenn ich trifft, glaube ich. Ah! Okay, das war natürlich meine eigene Schuld. So, einen Wanderfluch haben wir nicht mehr, aber ich glaube, den brauchen wir für die Leute hier nicht. Hoffe ich zumindest. Geht er da und wartet auf mich? So. Okay. Liegt auch jemand? Eine Menschlichkeit? Hier gibt's auch wieder irgendwie einen Weg. Auch ein Weg. Wollen die Treppe hochgehen? Ah, Mann, ey. Aufregend, aufregend. Weil man sieht hier echt nicht so viel und. Weiß nicht, wo ich hier hin soll. Gehen wir mal nach oben. Was eine Kiste? Riesenglut. Hier geht's nirgendwo hin. Mal wieder runtergehen. Rumlaufen. Wie noch andere Schritte gehört. Bin ziemlich sicher. Da. Ich habe ich gehört. Nicht so clever. Ja.
Okay. Da gehen wir ein bisschen hier rüber, so und kreisen können. Ist doch noch mal einen anderen Weg hoch, ne? Jetzt nur ins Wasser. Jetzt kurz mal hier hoch. Hier ist aber nichts zu sehen. Der Ritter, komm her. Wir haben einen Kampf im Wasser. Was? Auf jeden Fall findet man viele Seelen hier. Da ist noch so ein Schleimi. Da ist auch noch ein Ritter. Wir holen als erstes raus den Ritter, würde ich sagen. Dann machen wir hier vorne platt, wo ich wieder herkomme. Oh, zwei. Das ist natürlich ein bisschen gefährlicher. Oh nein! Rückwärts runtergefallen. Das war natürlich blöd. Nun gut, aber wir haben was gesehen von der Welt und machen beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss.